Hallo zusammen. Mein Name ist Sven. Wir schauen uns heute anhand der Perfect 2 die Steuerung der Schleifmaschinen von Kündig an. Weil Kündig-Anwender immer schon die nutzerfreundliche Bedienung gelobt haben, musste auf jeden Fall auch bei der neuesten Generation alles schnell und intuitiv bleiben. Wir sind sehr davon überzeugt, dass wir das erneut geschafft haben und das möchten wir euch anhand dieser Videodemonstration zeigen. Worauf also noch warten? Springen wir gleich rein. Der Hauptbildschirm ist Dreh- und Angelpunkt jedes Schleifprozesses. Er soll maximal übersichtlich sein und trotzdem mit nur einem Klick Zugang zu jedem relevanten Parameter bieten. Schleifaggregate und Zubehör können direkt aktiviert bzw. deaktiviert werden. Alle relevanten Parameter können direkt erreicht werden, wie etwa die Spanabnahme, der Vorschub, die Schleifbandgeschwindigkeit oder das Tischvakuum. Hier zu sehen die elektronische Korneinstellung. Das bedeutet, für höchste Schleifpräzision passt sich die Aggregathöhe automatisch leicht an, um die Dicke des Schleifkorns des eingelegten Bandes zu kompensieren. Selbstverständlich für alle Schleifaggregate. Nur die Schleifbänder müssen Sie noch selbst einlegen. Auch die Höhenverstellung geht spielend leicht, weil einfach nur, wie in vielen Fällen, den Durchlass genügend weit öffnen möchte, damit das Werkstück reinpasst, um nachher mit der Dickenmess- bzw. Schleifvollautomatik, genannt Enormatic, zu schleifen. Der kann einen der vordefinierten Fixwerte anwählen, den Schieber verwenden oder den genauen Wert eingeben. Ein Klick auf die Go-Taste und die Maschine stellt sich hundertstel Millimeter genau ein. Damit die Oberflächen bis zu den Rändern perfekt werden, insbesondere beim Lackschliff, braucht es einen segmentierten Schleifschuh. Bei Kündig gibt es mit der 22 mm Teilung nicht nur eine sehr fein aufgeteilte Abtastung, sondern eben auch 22 mm dünne Schleifsegmente für höchste Schleifgüte. Die Benutzeroberfläche für die Segmentschuhsteuerung erlaubt, dieses komplexe Präzisionsinstrument logisch und einfach zu bedienen. Im obersten Bereich kann der Gesamtschleifdruck des Schleifschuhs angepasst werden. Etwas weiter unten lässt sich der Druck an den Werkstückrändern regulieren. In Kantennähe lässt sich dieser in Prozentschritten anpassen. Weitere Segmente können hinzugefügt oder abgezogen werden. Natürlich sind auch asymmetrische Einstellungen möglich. Das bedeutet unterschiedlicher Kantendruck am linken bzw. rechten Werkstückrand. Auf der untersten Stufe wird das Anpressen und Abheben der Segmente vor- oder zurückverlegt. Dies, um den Schliff rund um die vorderen und hinteren Werkstückränder zu perfektionieren. Mit dem Reset-Knopf lässt sich alles wieder auf die neutralen Standardwerte zurücksetzen. Wenn alle nötigen Werte definiert sind, was bei den meisten Werkstücken übrigens bei weitem nicht so ins Detail geht, wie wir es gerade getan haben, bleibt nur noch den Enomatic-Knopf zu drücken, das Werkstück in die Maschine einzufügen, das Werkstück wird ausgemessen und der Schleifvorgang startet von selbst. Und wenn wir gerade beim Knopfdrücken sind, die Maschine lässt sich übrigens gänzlich mittels Knöpfen, dem Analogstick und dem Drehrad bedienen. Haben wir für ein spezifisches Produkt oder Material unsere Einstellung vorgenommen, können wir diese selbstverständlich auch abspeichern. Im Menü Programme können Listen bzw. Ordner angelegt und benannt und darin Schleifprogramme hinterlegt werden. Wenn wir unsere vorherigen Einstellungen nun als Programm abspeichern möchten, brauchen wir nur eine Liste auszuwählen und Erstellen zu drücken. Jetzt geben wir dem Programm noch einen Namen. Wir nennen es einfach mal Massiv 2. Weiter wählen wir die benötigte Körnung aus. Dies als Notiz für den Anwender, welche Körnung er oder sie vor dem Programmstart in die Maschine einfügen muss. Mit der Dicke ist nicht etwa die exakte Werkstückdicke gemeint, sondern lediglich die Durchlasshöhe, die gegeben sein muss, damit das Werkstück ganz bestimmt in die Maschine passt und von der Enormatic ausgemessen werden kann. Wir sehen, das Programm wurde erstellt. Wir drücken auf Starten, der Maschinenoberteil fährt auf die gewünschte Höhe, die gewählten Aggregate starten auf, jetzt Werkstück einlegen und los geht's. Schnellstmögliche Bedienbarkeit bei uns Priorität hat und wir wissen, dass die meisten Anwender eine Reihe an Standardschleifvorgängen haben, haben wir die Quick-Funktion entwickelt. Sozusagen eine Favoritenliste. Unser Programm, welches wir zuvor kreiert haben, haben wir da allerdings nicht hinzugefügt. Es ist allerdings eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, wie bestehende Programme abgeändert werden können. Wir gehen nun also zum Programm, drücken auf Details und können nun alle Parameter, die wir vorhin eingestellt haben, abändern. Bei unserem Programm ist alles okay, wir wollen lediglich die Funktion Quick hinzufügen.
Nun haben wir die Wahl, das bestehende Programm zu überschreiben oder mit den Änderungen ein neues zu erstellen. Wir überschreiben. Das Programm befindet sich jetzt in der Quick Start Liste und kann von da aus nun noch schneller gestartet werden. So, um das Ganze zusammenzufassen, lasst uns diese fonierte Spanplatte hier schleifen. Selbstverständlich können wir die benötigten Einstellungen selbst kurz vornehmen und die Enomatic nutzen, um das Werkstück auszumessen und den Schleifvorgang zu starten. Das wäre eine Sache von ein paar Sekunden. Um noch schneller zu sein, verwenden wir das dafür hinterlegte Programm. Wir gehen in den Ordner Furnier und wählen Furnier Hart, vergewissen uns, dass das korrekte Korn angelegt ist und drücken auf Start. Die Maschine fährt auf 30 mm Höhe auf, da sollte unser rund 16 mm dickes Werkstück reinpassen. Gleichzeitig starten die Motoren der gewählten Aggregate. In diesem Fall, für den Feinschliff, ist es nur der diagonale Segmentschleifschuh. Jetzt das Werkstück einlegen, die Maschine erkennt dieses und fährt bis auf das Brettchen herunter und misst es damit aus. Der Schleifvorgang wird automatisch eingeleitet. Das Werkstück wird von den Tastrollen erfasst, um die Ränder zu erkennen, was dann beim Schleifen berücksichtigt wird. Die vielen Funktionen bedingen auch, dass die Maschine vor, nach und während des Schleifens hilft und den Anwender mit Informationen versorgt. Auf subtile Weise, wie mittels der Statusleuchte an der Werkstückeingabe oder auch mit expliziten Hilfefunktionen. So lassen sich am Startbildschirm etwa Erweiterungen einblenden, wie zum Beispiel die Übersicht über die Schleifbandabnutzung aller Bänder. Damit wird auf einen Blick ersichtlich, auf welcher Breite das Schleifband noch am wenigsten im Einsatz war. Weiter sind im Betriebssystem die komplette Betriebsanleitung, die Elektropläne, sowie hier im Bild zu sehen, ein Schleifwiki mit wertvollen Tipps, etwa zum Schleifen verschiedener Holz- und Lackarten verfügbar. Über den integrierten USB-Anschluss können Geräte wie Maus und Tastatur, RFID und Barcode-Lesegeräte oder Kameras angeschlossen werden. Mit USB-Sticks lassen sich Backups hoch- bzw. herunterladen oder Diagnoseinformationen gewinnen. Am Bildschirm, welcher übrigens in drei verschiedenen Größen verfügbar ist, können Betriebsinformationen wie geschliffene Laufmeter bzw. Fläche oder die Werkstückzahl und Auftragszeiten aufgezeichnet und Aufträgen zugeordnet werden. Neben der internen Betriebsdaten kommunizieren Kündigschleifmaschinen auch mit allen relevanten Leitsystemen, dies als weiterer Bestandteil der vollumfänglichen Industrie 4.0 Fähigkeit. Sollte es doch mal zu einem Bedienungsfehler oder einer Störung kommen, hilft die intelligente Fehlererkennungs- bzw. Diagnosefunktion Schritt für Schritt, diese zu beheben und gewährt detailliert Einsicht in alle relevanten Werte und den Status der Maschine. Im seltenen Fall, in dem König selbst sich der Sache annehmen muss, kann dem Hersteller gesicherter Zugriff über VPN gewährt werden. Mit diesem Schritt kann die Wahrscheinlichkeit eines Service-Einsatzes noch einmal deutlich verringert werden. Auch der Benutzer selbst kann übrigens mit seinem Handy, Tablet oder PC jederzeit kabellos und sicher auf seine Maschine zugreifen. So, ich würde sagen, über die wichtigsten Sachen haben wir gesprochen. Ich hoffe, wir konnten einen gewissen Eindruck über das Nutzererlebnis vermitteln und verabschiede mich. Vielleicht bis zum nächsten Mal.